Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich freue mich, wir haben heute was zu feiern. Nicht nur, weil heute Sonntag ist, nein, wir sind 200.000 und das waren wir letzte Woche schon. Ich habe das nur leider so spät gesehen. Heute möchte ich Danke sagen. Ich möchte das nicht nur, sondern ich tue das. Und natürlich auch wieder in meiner Kunst möchte ich das Ganze mit einbringen. Darauf bin ich schon gespannt, wie das jetzt so also viel Spaß jetzt mit dem Video. Ich habe hier eine Paste mir eben zusammengemischt. Ich muss noch ein bisschen rühren. Die ist noch etwas klumpig. Aber es macht nichts rauf da. Ich will jetzt anfangen, nicht mehr rühren. Du kannst natürlich auch wieder gebrauchsfertige Spachtelmasse benutzen. Ich mische mir die ja immer schnell einfach zusammen. Ich habe irgendwie viel Energie und viele Ideen im Kopf. Ich schaffe mir hier jetzt erst einmal sowas wie eine Steinplatte. In den Kommentaren hatte ich gelesen, ihr habt auch mal Leinwände, die ihr übermalen wollt. Da könnt ihr natürlich auch eine Paste einfach drüber ziehen. Ich suche jetzt hier was zum Auskratzen. Hier habe ich den Stielkamm. Den kann man unterschiedlich verwenden. Und ich möchte heute Danke sagen und das in Stein meißeln sozusagen. Und ja, ich habe nur eine ganz dünne Schicht hier drauf. Dick wäre jetzt natürlich praktischer, weil ich mir es eher nach dicker Farbe auch. Die dünne Schicht trocknet natürlich viel schneller. Das ist sehr fein. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal schauen. Ich will mit dem Fensterwischer arbeiten. Den kennst du? Ja, Steinplatte hat mich inspiriert. So ein Marmor, einen rötlichen Marmor. Und ich habe mir jetzt einfach hier die Farbe verdünnt. Und gieße die jetzt hier drauf. Das macht Spaß. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wahrscheinlich hätte die... Ach doch, naja, ein bisschen sieht man es. Hätte ein bisschen dicker sein können, die Paste für die festere Farbe. Die ist ein bisschen zu dick. Aber das passt. Ich kann die nachher nochmal dünn nachziehen. Nicht, muss noch ein bisschen flüssiger sein. Ich finde auch nur einen so einen Farbstreifen irgendwo runter. Finde ich auch sehr inspirierend, gerade was ich jetzt hier so sehe. Hier sind auch tolle Muster drin. Rauf da, mutig sein. Genau, also das sind alles Übungen, die du machen kannst. Mach das ruhig mal, schmeiß da ein bisschen die Farbe rauf. Das macht Spaß. Ich liebe das. Es macht so viel Spaß, die Farbe hier rüber zu ziehen. Und du kannst toll lange mit der Farbe arbeiten und damit quasi deine ganze Fläche wieder einfärben. Und es wird trotzdem ja, interessant strukturiert. Also es nimmt hier und da die Farbe unterschiedlich auf und über das Werkzeug entstehen neue Muster. Aber wenn man es kontrastreich haben will, kann man es auch schon so stehen lassen. Da ist jetzt noch ein bisschen Farbe, die ziehe ich einfach hier rüber. So kann ich die ganze Farbe verteilen und ich erhalte hier so eine richtig schöne, so ein Marmorosso. Ich habe jetzt schon ganz viel Spaß gehabt und ja, mein Kopf ist wieder etwas klarer und kann mich jetzt einfach noch ein bisschen weiter ja, leiten lassen und weiter meine Gedanken fließen lassen und Neues entdecken und ein bisschen Spaß haben. Und das werde ich jetzt noch tun. Du kannst das eben ein bisschen kontrastreicher noch machen oder auch schon so lassen. Ich nutze das jetzt einfach nur, um mich hier auszutoben
Und genieße heute einfach eine ausgelassene Malerei, ganz egal, was ich hier heute veranstalte. Das ist für uns unsere kleine Feier hier, unsere Neujahrsfeier, unser Neujahrsbild. Das kennst du. Das kann man natürlich auch einfach mal so machen, wie ich jetzt hier. Farben mischen nass in nass. Ja, so gelbliches Grün und Türkis ergibt natürlich wieder einen neuen grünen Ton. Und jetzt kann ich hier ja, so teilweise die Farben stehen lassen. Wenn ich jetzt mehr wische, ja, schiebe ich sie wieder zusammen und es bleibt nur ein Farbton wieder. Kannst ein bisschen rumexperimentieren. Du kannst natürlich auch wunderbar einfach mit einem Pinsel die Farbe verstreichen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ein Abo, danke. Der Pinsel hat mir gerade Spaß gemacht. Da kann ich mich noch ein bisschen mehr drauf mit austoben. Da bleibe ich jetzt mal bei. Und das ist für dich auch eine gute Übung, nicht so perfekt zu sein. Linien können auch wieder mit rein. Kringel, Kreise, Vierecke, was auch immer. Ich mag noch mal Blau dazu nehmen. Manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man einfach mal die Farbe raufschmeißt. War jetzt gar nicht geplant, Mist kam so. Es macht einfach viel Spaß gerade, einfach sich hier so austoben, die Welt mal ein bisschen bunt machen und ja, ich glaube, von Marmorplatte zu bunten Ausmalen, ausgelassen sein, ist heute alles dabei. An solch einem dunklen Tag macht es wirklich Spaß, egal was du heute machst, mal einfach. Ob Marmor in Stein gemeißelt oder was auch immer, mach eine bunte Wiese, paar Flüsse hinein, also was auch immer du machen möchtest, mach das. Danke auf jeden Fall für dein Abo. Ich habe mich sehr gefreut darüber, das heute mit dir hier gemeinsam zu feiern. So, und du greifst jetzt auch zu deinen Farben und machst mit. Danke. Nimm deinen Lieblingsspruch, zieh den in die Spachtelmasse hinein und dann darf der auch in Stein gemeißelt sein. Also ist es immer gar nicht so gut, wenn die Worte in Stein gemeißelt sind und deswegen kann man sich davon natürlich auch wieder lösen. Aber so manches finde ich ganz schön. Also probier dich aus.
Hier in meinem Buch findest du ja die Werkzeuge, die ich heute auch verwendet habe. Du kannst flüssigere Acrylfarbe nehmen oder die selber verdünnen. Da habe ich auch was auf meinem Blog. Also schau einfach mal da rein, hab viel Spaß und ja, bitte teile einfach ein bisschen Lebensfreude, ein bisschen Farbe und oder auch monochrom, unwahrscheinlich schön. Viel Spaß, egal was. Mach. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, vielen, vielen Dank für deinen lieben Kommentar und einen ganz schönen Sonntag.